Herzlich willkommen, euren Freunde, zurück zu Pokémon Schwert, die Insel der Rüstung. Ich habe gestern ein paar Pokémon gefangen, also in Raids und so. Da war dann unter anderem ein Zitraking. Mega geil. Ist echt cool. Sichlor. Und Libeldra habe ich von meiner Box mitgenommen. Genau. So als Sicherheit. So, wir werden heute die Story hier weitermachen. Aber erstmal gucken wir uns mal eben die Raids an. Vielleicht ist das was Interessantes, Leute. Vielleicht ist das was Interessantes. Was haben wir hier? Oh, das könnten wir machen. Wechseln wir aber mal eben das Pokémon. So. Und alleine kämpfen natürlich. Weil ich glaube, es laggt, wenn ich jetzt online gehen würde. Welches Pokémon wird es sein? Es ist ein... Oh mein Gott, ein legendäres. Ein Ceraora. Genau, Ceraora erscheint momentan. Und es gibt irgendwie so eine Challenge. 1 Million Spieler müssen einen Ceraora besiegt haben. Und dann bekommt jeder, der daran teilgenommen hat, ein Shiny Ceraora. Finde ich mega cool. Sowas könnte es öfters geben. Die Challenges gab es ja auch damals bei Pokémon Sonne und Mond. Fand ich auch richtig cool. Da gab es aber nicht allzu viele Challenges. Ich glaube nur 2 oder 3. Und eine wurde nicht geschafft. Das war dann natürlich sehr bitter. Aber auch lustig. Ja, ich bin mal gespannt, ob das 1 Million Spieler schaffen. Ich meine, wie viele Dinger hier wurden denn verkauft überhaupt von Pokémon Schild? Ich glaube 16 Millionen, ne? Also ein 16. müsste es schaffen. Wird schon, ne? Wird schon ein bisschen schwer, würde ich sagen. Aber ich hoffe, also ich habe mindestens schon mal 4 weggemacht. Gestern. Und ja, ich nehme den Part auch auf, damit ich jetzt während Livestreams von Last of Us, ich dann währenddessen Pokémon spielen kann und auch keine Sorge habe, dass ich hier irgendwas Neues entdecke. Deswegen möchte ich das eigentlich jetzt hier fertig haben. Also zumindest die neuen Gebiete kann ich nämlich dann auch erkunden und Pokémon fangen. Es gibt, glaube ich, 210 Pokémon insgesamt auf dieser Insel hier. Das heißt, uns fehlen uns noch gut 70 Pokémon, würde ich sagen. Und ja. Super, der ist weg. Nice. Bam. So, fangen können wir es leider nicht. Finde ich ein bisschen schade, aber ich kann es verstehen, ne? Nintendo will nicht, dass jeder Spieler 18.000 Dinger hat. Oh Gott, ich wäre da fast reingefahren. Ich gucke immer noch ab und zu wegen diesen Aprikokenbäumen, weil ich liebe ja die Bälle davon. Bevor ich dann auch Shiny Hunting mache, muss ich mir auf jeden Fall die Pokémon mit den richtigen Bällen dann fangen, die ich für schön halte. So, ja, schütteln bitte. 2 Gauwe, ja, die brauche ich nicht. Aprikoko Grün, ja, die wäre schon ganz cool. Ah, super. Aufhören, die nehme ich mit. Und dann können wir hier auch noch gucken. Und noch eins, nee, das machen wir jetzt nicht. Dass wir hier ein bisschen vorankommen. Hallo Wuffels. Wuffels habe ich gefangen. Und ja, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt hier in den Wald rein. Hier sollen wir hin. Habe ich das richtige Pokémon vorne? Ja, habe ich. Ich habe den Namen vergessen. Trampogin oder so. Hutsasa? Als ob. Als ob der so heißt. Echt?
kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Auf jeden Fall hier Trugschlag. Trugschlag. Ich habe die Musik ein bisschen runtergestellt. Weiß nämlich nicht, wie laut die ist. Auf jeden Fall ein Pilz-Pokémon. Das ist aus der... War das aus der 5. Gen? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich glaube tatsächlich schon. Das hat ja eigentlich auch ganz gut bei der Feenstadt hingepasst, wo die ganzen Pilze sind. Aber es gab ja eigene Pilze, ja. Ja. Okay, wir machen einen Hyperball. Komm in mein Pokéball, kleines Ding. Da, 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 da. Hut, Sasa wurde gefangen. Dann machen wir Aquawelle mal mit. Also Seetracking möchte ich auf jeden Fall in meinem Team behalten, weil ich bin ein richtiger Fan. Drachen, oh, Drachentanz ist super. Windhose kann dann weg. So. Es gibt jetzt auch in der Liga Doppelkämpfe, glaube ich. Oder vielleicht erst nach der Story. Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Uzasa versprüht Giftsporn. Wäscht man diese nicht sofort ab, wachsen dort, wo sie gelandet sind, Pilze. Lä. Okay. Das heißt, Leute, Nintendo will euch damit vermitteln, ihr sollt euch waschen. Warte mal. Stand hier nicht ein Typ? Nein. Nee, stand nicht. Okay. Gehen wir darüber oder reden wir mit dem? Komm, reden wir mal mit ihr hier. Hallo. Hallo, man nennt mich Mrs. Buddle. Vielleicht hast du schon meinen Partner, Mr. Buddle, getroffen. Nee. Mein Lieblingsschaf ist sozusagen mein treuer Buddelkumpel. Ohne sie gehe ich gar nicht erst aus dem Haus. Denn Buddeln ist meine große Leidenschaft. Sie durch den Boden zu buddeln, ohne zu wissen, was einen erwartet, das ist der reinste Nervenkitzel. Um unsere Begegnung auch gebührend zu würdigen, habe ich nicht über Lust, dir einen Brocken Rüstungserz zu schenken. Aber warte kurz, bevor du mit diesem Schatz sofort wegrennst. Natürlich kannst du das Erz einfach nehmen und verschwinden. Oder du investierst es und lässt mich dafür nach weiteren Erzen buddeln. Falls mein Buddeln allerdings mein Lieblingsschaufel kaputt geht, muss ich die gesamte Ausbeute für mich behalten. Schließlich brauche ich dann eine neue Schaufel. Zuerst müsste ich deinen Spielstand speichern, aber wenn du auf der Suche nach Nervenkitzel bist, stehe ich dir zu Diensten. Was meinst du? Ja. Buddeln bringt immer ein gewisses Risiko, aber oft sieht man im Leben nur dann das Licht am Ende des Tunnels, wenn man etwas riskiert. Dann ran an die Schaufel. Okay. Ich habe einen Brocken Rüstungserz ausgebuddelt. Wenn ich jetzt aufhöre, könnte ich dir zwei Brocken Rüstungserz geben. Soll ich weiter buddeln? Ja. Dann ran an die Schaufel. Okay. Ich habe einen Brocken... Wenn ich jetzt aufhöre, könnte ich dir drei geben. Ja, komm noch einmal. Oh nein, ich bin auf einen ziemlich harten Stein gestoßen und mein Schaufel ist kaputt gegangen. Damit ist dein ganzes Rüstungsset leider vergoren. Alles klar, tschüss, du. Heute, hä, wo bist du denn? Okay, kann man wohl nur einmal machen. Sehr toll. Sehr cool. So. Komm, Aprikokoken. Aprikoko, ja, Aprikoko. Zwei weiße, oh nein. Okay, wir müssen es besiegen, damit ich die Beute noch bekomme. Es gab damals auch in Minecraft diesen Pixelmod, da hatte man auch nur die Aprikoken und musste dann daraus die Pokébälle craften. Das war auch richtig cool. Auch ein richtig cooler Mod. So, cool, Ich merke gerade, mein Mikro ist nicht richtig verbunden. Als ob das überlebt hat, das Raffel. Hallo? Raffel? Hör mal auf mit Kugelsaat. Es tut weh. Als ob Raffel das überlebt hat. Seine Schande, Max Sachs. Mann. Heute wird außerdem kein Minecraft Dungeons kommen. Möchte ich mal eben hier erwähnen. Es kommt nächste Woche. Pikachu haben wir, glaube ich, oder? Haben wir Pikachu? Ich weiß nicht, ob es Pikachu hier gab. Wir gucken mal. Ich meine, wir haben nichts zu verlieren, ne?
Da, Pikachu haben wir schon, wusste ich's doch. Okay, dann tschüss. Hallo. Hier scheint es keinen Dynapilze zu geben. Ich muss meinen Orientierungssinn noch weiter schärfen. Okay, was bist du? Ein Toxipad, haben wir das? Ich glaube nicht. Hallo Toxipad. Guck mal, mein Maxax lernt dich heute etwas. Und zwar ein Tuchschlag. Was sagst du dazu? Bam. Giftfalle. Gut. Ist ein Fail. Jim? Oh, ich habe es schon. Es ist zwar artverwandt mit Thermopod, aber jedes Mal, wenn sich die beiden über den Weg krabbeln, schreiten sie erbittert miteinander. Okay. Thermopod war dieses Flammenviech, ne? Ist hier sonst noch was? Sieht nicht danach aus. Hier ist aber was. Alter, ist das Gebiet schon wieder groß. Oh, ein Affe, den haben wir aber auch, ne? Ich meine, dich haben wir. Wir gucken mal. Ich meine, wir hätten dich. Komische Abvieh. Aber schön, dass du auch hier bist. Ja, den haben wir. Gut. Können wir Flucht machen. Also ich bin irgendwie... Also ich bin ja gestern schon ein bisschen herumgefahren. Ich bin auch einmal um die komplette Insel herum gesurft. Und ich muss sagen, die Insel ist echt groß. Also ich hätte damit jetzt nicht ganz gerechnet, dass sie in etwa... Ich würde sogar fast noch größer ist. Aufhören. Als im Hauptspiel die Naturzone. Das könnte ich mir natürlich auch einbilden, aber ich glaube nicht. Da oben. Ah, cool. Das will ich mir aber schnappen. Was hast du? Du bist ein Krebskorps. Gab's die schon? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Aber was machst du denn hier im Wald? Dich gab's echt schon. Okay. Aber das ist Tangolos. Das schnappen wir uns. Tangela gibt's da auch. Cool. Aber wir schnappen uns erstmal dich. Ja, Pflanze ist das ja. Es müsste eigentlich eine gute Dampfwalze überleben, ist ja Pflanze. Oh Gott. Okay, es überlebt das locker. Blattgeist. Oh, das könnte wehtun. Es geht noch. Ich vergesse die ganze Zeit, dass Max kein Bodentyp ist, oder? Sondern nur Drache. Ist es nur Drache? Ich weiß es gerade selbst nicht. Ich weiß nur, ich darf keine Klinge-Dingsi machen. Denn sonst ist es wahrscheinlich weg. Kreuzklinge. Grasfeld, okay. Jum. Die Blätter, sie sind da. Oh, ich bekomme Leben. Okay, ach er auch. Oh, das ist natürlich nicht ganz so cool. Tuchschlag. Wie viel ziehen wir da jetzt noch ab? Nicht mehr ganz so viel, ne? Oh Gott, das wird ja jetzt den Kampf, Leute. Okay, ich glaube, ich muss direkt Pokebälle einsetzen. Sonst wird das hier nichts. Weil wir uns jetzt die ganze Zeit heilen. Und mein Tuchschlag, glaube ich, nicht ganz so viel Dings macht. Deswegen schmeißen wir jetzt den Pokeball. Was soll's, ne? Oh, schade. Spaßkanone. Vor allem der Angriff sinkt die ganze Zeit. Das ist natürlich auch blöd. Aber da kann man nichts machen. Egal, ich heile mich ja die ganze Zeit. Das ist super. Oh, ich wollte gar nicht angreifen.
Ach man, ey. Ich muss wieder X drücken. X, X, X. Aber schöner Ort hier, ist echt schön. Ich meine, Grafik hätte besser sein können, ne? Denke ich, weil Zelda sieht ja schon viel, viel besser aus. Aber naja. Naja, sieht auf jeden Fall besser aus als die Naturzone. So, super. Haben wir gefangen. Nice. Sehr schön. So, jüngsten Erkenntnissen zufolge bestehen seine zwei Arme, die es beliebig verlängern kann, aus gebündelten Ranken. In eine PC-Box. Cool. Ich weiß, hier gibt es jetzt auch Tangela. Tangela. Aber es will nicht auftauchen, deswegen gehen wir weiter. Oh, da ist ein Pokéball, den holen wir uns. Und ein Pikachu. Ups, daneben. Ach man, ja komm, dann schüttel da dran. Dann Rütel an den Baum. Zwei Aprikos. Oh ne. Mann, ey. Ja, Raffel, was ist los? Was ist los? Was ist los mit dir? So, Kampf mit diesmal Dampf und Dampf, weil es macht fast gar nichts. Dann nehmen wir Wutanfall. Oh, ich bin so wütend. Weg mit dir. Waffe. Oh, ha, die Pokémon haben trotzdem alles genommen. Das ist ja ein Witz. So, was haben wir hier? Blattstein. Okay, cool. Cool, cool, cool. Dann. Achso, nach Diktas habe ich jetzt gar nicht Ausschau gehalten. Was mit dir? Ach, Verflex, hier geht's ja gar nicht zum Aufwärmtunnel. Okay. Also, ich sehe die Diktas nicht mehr. Wo sind die Diktas? Ich bin mir sicher, die sind hier bestimmt überall und ich bin blind. Blind wie ein Fisch. Aber erstmal holen wir uns das Tangela. Tangela. Maxax. Hallo. Da, wie viel macht so ein Tokschlag? Bei dir? Oh, auch nicht viel. Damit hätte ich nicht gerechnet. Okay, dann. Dann Tangela. Fange ich dich so. Du bist ja eh nur die Vorentwicklung. Ich glaube, die ist nicht allzu schwer zu fangen. Würde ich jetzt mal behaupten. Oh. Okay. Spaßkanone. Ja, 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 ja. Ich habe sehr, sehr viel Spaß. Vor allem, wenn du meinen Angriff senkst. Hier, bitteschön. Hyperball. Hyperball. Oh, jemand hat mich angerufen. Ups. Habe ich nicht bemerkt. Hab ich nicht bemerkt. Woher kommt denn der Anruf? Hab ich nicht gesehen. Aus Deutschland. Ja, wow. Danke. Danke, danke. Muss ich gleich mal reinhören. Oh, jetzt heilt er sich, ne? Oh. Komm, Hyperball. Was haben wir heute für einen Tag? Donnerstag erst, ne? Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Donnerstag. Könnte von der Uni sein, oder? Aber da steht nur Deutschland und keine Stadt davor. Ah, ich ruf gleich an. Ruf gleich an. Beziehungsweise hör die Mailbox ab. Och man, ey, komm, jetzt fang ihn doch endlich. Ich kann gleich schon einen Timer bei hier einsetzen. So, Hyperball. Och, Alter. Tangela. Du raubst mir hier meine ganze Zeit. Weißt du das eigentlich? Ja, ja, ja. Mein Gott, ey, hier.
habe ich einen Ball für Pflanzen-Pokémon. Das nervt mich ja hier ultra. Ja, heil dich 10.000 Mal. Alter, ne, ich will hier aus diesem Wald raus, ganz ehrlich. So. Köderball, Levelball, Luxusball, Mondball, Nestball. Premierball, Superball, Simperball, Tauch, Traum, Wiederhall, Netzball. Käfer bist du nicht. Okay. Dann Flucht. Sorry, Tangela, ich brüte dich lieber aus, als jetzt 10 Stunden hier an dich zu verschwenden. Ich muss ja hier weitermachen. Ein Witz. Ein Witz von dir, Tangela. Ich fass es nicht. Wo muss ich überhaupt hin? Oh, hallo Urgel. Lass mich bitte in Ruhe. Ich will nur den Baum haben. Ich will nur den Baum haben. Nee, eins lohnt sich ja nicht. Oh, aufhören. Die nehme ich gerne mit. So, hier haben wir noch einen Baum. Ich muss gleich echt mal auf die Karte gucken, oder? Weiß nicht. Obwohl, da steht da jemand. Weiter schütteln. Super. Aufhören. Sehr gut, sehr gut. Ah, da hinten könnte es weitergehen. Hm, meinst du, es fällt auf, wenn ich Trampingenon anstelle von deiner Pflanzen mitbringe? Ja. Tut es. Tut es. Hier ist auch kein Dings, ne? Nee. Gleisebene. Ist das die Höhle da hinten, wo wir hin müssen? Oder oben haben wir einen Turm? Was ist das denn da? Ach, Imantis habe ich aber schon. Taurus habe ich auch. Sichler habe ich auch. Okay. Ein Dressella müsste ich auch haben. Ein Dattignis haben wir schon gefangen. Hallo, Herr Budler. Ja. Okay, oh, Rüstungserz, okay. Soll ich das wieder? Okay, okay, komm. Ja, klar. Dann mach mal. Cool. Soll ich weitergeben? Ja. Nein, das reicht. Boah, 15.000 Watt. Oh, danke. Das ist natürlich cool. Ist das... Warte, ist das überhaupt hier der Ort, wo ich hin muss? Ja? Oh, wir haben hier ein Dings freigeschaltet. Okay. Und hier müsste es jetzt Sandam haben wir auch. Oh, da, ich sehe. Oh, da ist ein Pokéball. Den hole ich mir neu. Granitstein. Hier ist bestimmt ein Mondstein. Ah, ne, ist eine TM, ne? Tarnsteine. Naja, zumindest habe ich Stein gesagt, Leute. Zumindest habe ich Stein gesagt. Wie viele Pilze müssen wir sammeln? Ein? Oder mehrere? Ich meine, hier ist ja einer. Ja. Halt, stopp! Oh nein. Oh nein, nicht die schon wieder. Oh. Warte, was? Die wachsen von alleine in solchen Dreiergrüppchen? Das wird ja leichter als gedacht. Ich habe sie zuerst gesehen. Ich schwör's. Wenn du gute Manieren hast, überlässt du sie mir. Immerhin bin ich schon länger im Dojo als du. Wenn du sie nehmen, was soll denn dieser herablassende Tonfall? Hältst dich wohl für was Besseres, wie? Weißt du was, du nervst. Tauchst wie aus dem Nichts auf, jung und selbstbewusst. Als ob dir hier alles gehören würde. Falls du denkst, du könntest mir hier ungestraft die Suppe versalzen, hast du dich getäuscht. Freu dich auf eine giftige Abtreibung. Abtreibung? Oh Gott. Aber bist du etwas schwanger? Von mir? Aber ich hab dich nur noch nie gesehen. Okay, okay, okay. Fleckmann, alles klar. Es ist ja hier wieder ein Witz, was die hier hat. Jetzt stellen wir ein für alle mal klar, dass ich die stärkere von uns beiden bin. Ja. Ach ja, stimmt, ich bin da hier drin ein Mädchen. Stimmt, habe ich vergessen. Sie kann gar nicht schwanger von mir sein. Sorry, Leute. Sorry für die Verwechslung. Ah, wie präzise, du.
meine Schwachstellen angreifst. Was bist du, Mensch oder Mensch? Ja, ich bin ein Mensch. Danke. Danke, danke für dieses Kompliment. Smogon, Ah, da kämpfen wir weiter. Dein Gift hat, glaube ich, nichts gegen mich zu tun, glaube ich. Dampfwalze. Das kann doch schweben. Fällt mir gerade ein. Klär Smog, okay. Ja, ja, das macht mir nicht allzu viel. Dann machen wir Wutanfall. Das ist der dritte Trainingskampf erst, ne? Ich habe mir vielleicht schon erhofft, dass es vielleicht ja auch ein paar Trainerkämpfe geben würde. So in dieser Zone. Aber bis jetzt eher nicht so. Verliere ich etwa schon? Was stimmt denn nicht mit mir? Rollum! Hallo Rollum! Wutanfall. Oh, stimmt ja, ich mache ja nur Wutanfall. Giftdorn. Oh, ich bin vergiftet. Aua, Mann. So, was hast du jetzt zu sagen, Kleine? Außer, dass ich verwirrt bin. Oh, sicher. Super. Was hast du bitte, das ich nicht habe? Du hast schöne Augen. Wirklich. Was findest du? Mando, warum schaffe ich es einfach nicht, dich zu besiegen? Dabei habe ich mir solche Mühe gegeben. Woran fehlt es mir? Schön, dann behalt die Pilze eben. Ich sehe mich einfach nach viel besseren Exemplaren um. Dieses Pöbel hier. Okay, jetzt schnapp ich sie mir. Du jetzt drei deiner Pilze. Super. Ein Pilz, der über die Eigenschaft verfügt, die Gestalt von Dynamax-Pokémon. Oh, ich habe nicht gelesen. Hallo, Lynn. Na, wie kommst du mit der Prüfung voran? Ein Kinderspiel. Was? Du hast schon drei deiner Pilze aufgespielt? Sag bloß. Die anderen Schüler habe ich bereits kontaktiert. Wie es aussieht, bist du wieder mal zuerst fertig. Ich muss schon sagen, viel besser könnte ein Einstieg ins Training eigentlich nicht laufen. Ich setze dann schon mal das Suppenwasser auf. Hab einen sicheren Rückweg. Bis gleich. Beep. Ja, cool. Ich denke, hier werden wir später eh nochmal vorbeischauen. Wir fliegen aber. Wir fliegen aber. So, und gucken mal, was wir dann kochen. Was wir kochen werden. Hallo. Sie kocht schon. Nee, wir haben alle nichts. Oh, hohoho, willkommen zurück, Lynn. Du hast die zweite Prüfung bestanden, herzlichen Glückwunsch. Alle anderen Schüler haben den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen und sich verirrt. Dadurch hatten sie wohl andere Sorgen, als nach deiner Pilzen zu suchen. Es ist zwar schade, aber anscheinend hat außer dir niemand bestanden. Oh, auch nicht meine Rivalin? Doch jetzt stärken wir uns erstmal. Kochen wir aus den deiner Pilzen eine feine Deiner-Suppe. Alles klar. Alles klar. Na, komm, komm. Sehr schön. Sie ist perfekt gewürzt. Jetzt fehlen nur noch die Deiner-Pilze, die du mitgebracht hast. Schaut, Kreuz. Moment, wartet noch. Sephora, was ist denn los? Du bist ja völlig außer Atem. Ich habe auch Deiner-Pilze gefunden. Gut, gut gemacht, Sephora. So viel Einsatz sieht man gerne. Damit bist du die zweite, die Prüfung Nummer 2 bestanden hat. Ich hab's geschafft. Du brauchst doch nicht zu weinen, Sephora. Du hast dich prima geschlagen. Glückwunsch. Meister Enya, ich hätte zum allerersten Mal eine egoistische Bitte. Können wir für die Deiner-Suppe meine Deiner-Pilze verwenden? Ich möchte die Früchte meiner harten Arbeit so gerne mit allen teilen. Ach, Sephora, dieser Wunsch ist leicht erfüllt. Auch wenn das keinesfalls deine erste egoistische Bitte war. Vielen lieben Dank. Tut mir leid, Lynn. Nimm es uns bitte nicht übel, dass wir Sephoras Deiner-Pilze für die Deiner-Suppe benutzen. Aber Sephora ist so selten in so ernst bei der Sache, die Geste scheint ihr sehr viel zu bedeuten. Dafür kannst du deine Deiner-Pilze nach Belieben verwenden, okay? Und keine Sorge, das ändert nichts daran, dass du die Prüfung bestanden hast. Sieh die drei Deiner-Pilze einfach als Bonus an. Ja, danke schön. Danke, die nehme ich gerne. Koche, koche, rotte, rotte. So, das Warten hat ein Ende. Ich präsentiere euch die Spezialität des Master-Dojos, die Deiner-Suppe. Hab einen Duellkampf. Duellkampf. Guten Appetit. Oh, du hast die Deiner-Suppe nur aufgefressen. Ach ja, du weißt ja noch gar nicht richtig Bescheid, unsere Deiner-Suppe wie wirkt. Du spürst, wie aus deinem Inneren Dynamax-Energie aufsteigt.
Das hättest du wohl gerne, was? Leider bewirkt sie nichts, wenn Menschen sie essen. Aber bei bestimmten Pokémon entfaltet sie eine besondere Wirkung. Wird sie von solchen Pokémon gegessen, die über das nötige Potenzial verfügen, dann führen sie anstelle deiner Maximierung die Giga-Daima-Maximierung durch, bei der sich auch ihr Aussehen verändert. Aber jetzt wird immer jemand dafür zuständig sein, in der Küche die Suppe zu kochen. Wenn du deiner Suppe brauchst, kannst du dir dadurch immer eine zubereiten lassen. Nun, lasst mich noch einmal offiziell hinaus, Posaunenräusper. Prüfung Nummer 2 ist erledigt. Und? Danke für das leckere Essen. Danke für das leckere Essen. Super. Ach, Lin, schau später mal in meinem Zimmer vorbei. Okay. Ja, Leute. Wir beenden den Part. Ich heile mal eben ein Pokémon. Pokémon heilen. Und dann gehen wir nächstes Mal zu unserem Master, der hat nämlich wahrscheinlich einen neuen Auftrag für uns. Damit ich das weiß, stelle ich mich hier hin. Und wir sehen uns dann demnächst wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.